Hallo meine Freunde, ich habe schon auf euch gewartet. Wir sind hier in Undead Settlement, wie ihr seht. Und wenn man alle Bedingungen richtig erfüllt hat, dann kann man hier etwas finden. Nachdem man die Dragonslayer Armor gekillt hat, liegt da ein NPC drin, im Käfig, wo wir unsere Irina gefunden haben. Das ist unser bekannter Freund. Er ist hierher zurückgekehrt, um hier zu sterben. Lese ich mal kurz sein Zeug durch, wa? Great Hammer bestowed upon Karim Knights with demonstrate unstanding strength and unwavering faith. Decorated by warding charm of a Karim temple and imbued with the twisted rage of Apostle Morn. Und das Schild. Das Schild. Beides, sowohl die Waffen und auch das Schild, sind eigentlich ziemlich gut, aber leider auch sehr, sehr schwer. A deformed great shield given to Egon of Karim upon being conferred knighthood. The giant woman's face that protects Egon is that of his sister, some years his senior. Das ist äußerst ungewöhnlich, Egon, das Gesicht deiner Schwester auf dem Schild drauf zu malen, auf das nachher die ganzen Hiebe drauf gehen. Aber ey, Egon, ich maße mir da jetzt kein Urteil zu. Was auch immer. Und natürlich hat die Shrine Handmaiden das Zeug von Egon zum Verkaufen. Und da, bevor ihr euch fragt oder wundert, ja, es ist auch richtig gut und ja, es ist auch verdammt schwer. Ah, die Eastern Leggings sind so schön zum Cosplayen, aber machen wir mal hier weiter. Unusual helm bestowed upon Knight of Karim. Modulated on Morn, the Archbishop Apostle. The helm is of perfect likeness to the stone heads lining the cathedral. A Karim knight will dedicate an entire career to attending a single maiden, just as Morn once served one goddess alone. Hier bleibt alles das gleiche. Die Handschuhe braucht man, um, wenn man die Quest mit Irina ein bisschen verhunzt hat, dann braucht man die Handschuhe, um mit ihnen Irina anzufassen. Sie sagt ja, berühre mich, und irgendwann nimmt sie die Berührung des Ashen One nicht an. Da muss man die Handschuhe von Morn anziehen. Und dann sieht das schon wieder ganz anders aus. So. Im Moment liegen die Dancer-Schwerter vorn. Deswegen mache ich hier schon mal prophylaktisch die 20 rein, dann muss ich mich nachher nicht abquälen mit der 20. Farewell, Ashen One. May the faith guide you. So. Machen wir mal am Mysterious Place weiter, ja? Ich denke mal, ihr interessiert euch alles, was. Genauso wie mich, was wir da finden. Die Untended Graves. Von da oben sind wir runtergekommen. Durch den Consume King Garden. Eine direkte Verbindung vom Lothric Castle zu den Untended Graves. Ein Gebiet, das für viel Diskussion sorgt und das auch nach wie vor nicht vollständig geklärt ist. Und auch ich werde nicht in der Lage sein, euch das hier alles komplett zu 100% zu erklären. Shivering Stone ist so ein kleiner Hinweis darauf, was wir hier gleich links um die Ecke finden. Nämlich die Ausgestoßenen da vorne.
Was ist denn mit den beiden los? Ach, schade. Ich dachte, ich krieg ihn, wie er da auf mich zugeflogen kommt. Das war ziemlich einfach. Normalerweise verwandeln die sich alle und drehen komplett durch. Hier ist das Grab, aus dem wir aufgestiegen sind. Zu Beginn des Spiels. Und da liegt eine Leiche drin. Komisch, oder? Das tut sie in unserem Grab nicht. Und noch viel merkwürdiger ist, was wir an der Leiche finden. Ashen Estus Ring. Wir haben in unseren Graves haben wir den Estus Ring gefunden. Und hier finden wir den Ashen Estus Ring. Grey Crystalline Ring crafted from shards. Increase FP restored by Ashen Estus Flask. Once a treasure brought before Lothric's queen. She had it enshrined in the ceremony cemetery of untenanted graves. So that one day an unkindled might profit from its use. Also die Queen of Lothric war die einzige, die sich wirklich um diese Gräber hier gekümmert hat, die viel Wert darauf gelegt hatte, dass wer auch immer hier aufsteht, es erfolgreich ist. Wir lesen das in der Beschreibung von Divine Blessing zum Beispiel. Holy Water bestowed by Queen of Lothric, bla bla bla. The Queen of Lothric, married to the former King Osiris, was initially revered as goddess of fertility and bounty. After giving birth to Ocelot, her youngest, she quietly disappeared. Falsches Divine Blessing. Wo ist das Hidden Blessing? Habe ich das nicht in meinem Inventar? Das macht nichts. Wir finden hier noch eins und dann lese ich das auch nochmal vor. Dass da die Leiche drin liegt, das ist so ein bisschen, es ist ein Hinweis darauf, dass wir hier in der Vergangenheit sind. Dass das hier, wo wir hier drinnen stehen, das war mal. Und da, wo wir aufgestanden sind, das ist so ein bisschen die Zukunft. Hier liegt auch kein... Ich höre Stimmen, ich höre ständig... was heißt, ich höre Stimmen? Ich höre Schritte hinter mir, aber... Das kann ja gar nicht hinter mir sein, das kann nur vor mir sein. Aber, alter Schwede, ich krieg hier noch Anfälle. Ich höre echt Schritte hinter mir. Die Typen sind echt gefährlich. Guck mal, wie viel AP die haben und wie viel Damage die dealen. Und wie schnell die angreifen konnten, obwohl ich ihn dreimal hintereinander mit dem Ultra Greatsword durchs Gesicht gefahren bin. Hat ihn das nicht wirklich interessiert. Er hatte noch mehr als genug Stamina. Sagt ihr, dass die hier so einen Krach machen? Ich renne mal eben hier hin. Und dann gehe ich hier wieder lang. Die Rüstung ist so lautlos. Normalerweise höre ich ja meine eigene Rüstung mit den Kopfhörern. Ja, die zu spammen macht keinen Sinn. Lieber zweimal zuschlagen und dann weg. Tatsächlich finde ich sie mit dem Ultra Greatsword leichter als ohne das Ultra Greatsword. Und hier nehme ich das mal einhändig. Wofür trage ich eigentlich das Scheißschild? Oh, das ist ja einfach nur geil, wie ich da schon wieder gefangen bin. Einfach nur super. Und wie perfekt die Kamera sich dann auch noch weggedreht hat, so dass ich dann in die falsche Richtung gerollt bin. Ist einfach der Wahnsinn. Deswegen schalte ich auch so ungern immer auf Gegner auf. Genau wegen dieser Scheiße. So, probieren wir jetzt mal was ganz anderes gegen diese Spinner. Und zwar einen rechtzeitig aufgeladenen Angriff. Das müsste eigentlich wirklich von großer Hilfe sein. Ja, 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 so habe ich mir das vorgestellt. Vielen Dank. Hallo? Hallo? Okay. Ich hab's schon gehört. Ich konnte mich nicht mehr rechtzeitig umdrehen. Boah, der Köter überlebt das Sau. Das ist ja echt irre, ey. Das reicht.
genug Stamina zu haben, um nochmal einen zweiten Schwung hinterher zu bringen, ist einfach absolut notwendig. Hier liegen überall Titan Chunks rum und wenn ich das richtig mache, müsste ich mit einem Sprungangriff beide abdecken können. Das war nicht der Sprungangriff, das war der Hieb. So ein Mist. Das war jetzt einmal zu viel drauf gedrückt. So, probieren wir das nochmal mit dem Sprungangriff. Mein Gott, sind das aggressive Mistviecher und wie viel Damage die doch einstecken. Unglaublich. Hier hinten kriegen wir nochmal ein paar Erze für unter Umständen das Dancer Sword oder die Schwerter, viel mehr Mehrzahl. Liegt da was? Nein. So, nacheinander bitte. Ich bitte zum Tanz. Das war wirklich knapp. Ich hätte beinahe deine Birne mit einem aufgeladenen getroffen und das wäre einfach echt großartig gewesen. Und der andere kommt jetzt auch. Na gut, müssen wir mal taktischer Rückzug. Ich will nicht gegen beide in der Shadow-Rüstung antreten. Ja, müssen wir noch ein bisschen weiter weg. Hoffentlich verlieren wir den dann, wenn wir um die Kurve gehen. Ich wollte jetzt nicht beide verlieren eigentlich. Was machst du da? Das war ja richtig gut, Kamera. Richtig gut. Ich finde das klasse, dass man sich hier auf nichts verlassen kann. Oh mein Gott, die Kamera. Es ist auch einfach irre. Weißt du was? Ich mach das selbst. Lass einfach stecken. Ich korrigiere mich jetzt einfach selber mit der Perspektive. Das geht mir ja voll auf den Sack. Der steht direkt am Eingang. Na gut. Zwei Crystal Lizards ist ebenfalls ein Hinweis darauf, dass das in der Vergangenheit spielt. Weil man ja sagen kann, hey, guck mal, zwei sind mehr als einer. Also ist einer weggekommen auf irgendeine Art und Weise. Und deswegen erwartet uns in unserem... Au! Daneben. In unserem Grave ist deswegen auch nur einer da von denen. Tschüssi. Titanite Scale und kein Loot hier an dieser Stelle. In Anführungszeichen nur 4 Titanite Scales, was natürlich super ist. Die nächsten Titanite Slabs finden wir entweder bei den Drachen oder in der Bibliothek, je nachdem, wo wir zuerst reingehen. Wenn jetzt die nächste Aufnahme kommt, dann muss ich mir die Waffen kaufen. Und wenn es die Dancers sind, dann benutzen wir die in der Bibliothek, weil im Drachengebiet sind die Schwerter praktisch nutzlos. Titan Chunk. Wunderbar. Es ist auch wirklich ausreichend Material jetzt plötzlich zur Verfügung. So dass wir gar nicht erst farmen müssten, würden wir jetzt wollen, dass Gotthards Schwerter hochgepimpt werden, zum Beispiel. Jetzt sehen wir hier, dass wir nichts sehen. Also absolut gar nichts. Nicht einmal den Boden. Die Invasion hier ist fest. Die kann man nicht verhindern. Ah, so ein Mist. Ich wollte sie so gern runterstoßen. Die Frage ist, was macht eine Assassine hier? Alter Schwede, was? Das war kein Treffer.
Komm, zauber mal. Sehr schön. Fall nicht. Na, wann kommen die Seelen? Jetzt kommen die Seelen. Nochmal. Das ist auch... Ja, Treffer! Beim ersten Versuch. Ich mach mal kurz das Spiel an und aus, dann müsste da Loot liegen. Und wenn nicht, haben wir Pech. Dann haben wir den Gegenstand verpasst. Gut. Dann kein Sage's Crystal Stuff für uns. Ist für diesen Charakter sowieso völlig irrelevant. Würden wir eh nie benutzen. Ich habe mal in der Ladezeit schnell die Beschreibung rausgekramt. Da steht geschrieben, Crystal Catalyst presented as a gift from Crystal Sages to their favorite pupil Krimhild. Und Krimhild haben wir hier gerade ihre Invasion-Form platt gemacht. Crystal Spheres devour the will of the user and this stuff increases the potency of sorceries at the cost of increasing FP consumption by skill. Das heißt, Zauber kosten mit dem Ding signifikant mehr, rumsen dafür aber auch deutlich stärker rein. Ist vielleicht eher so für PvP-Leute, die wollen, dass der eine Crystal Spear dann so richtig trifft. Also sprich eher für Leute, denen es wichtig ist, dass es einmal ganz doll rumst, als in der Lage sein, mehrfach zu zaubern. Und zaubern, das tun wir hier immer so gar nicht. Was höre ich da? Ich höre doch Schritte hinter mir. Ich kann mir das noch nicht immer alles einbilden, Mann. Sag ich doch. Das gibt's doch gar nicht. Der Unterschied, was diese Rüstung hier an Schaden minimiert, ist schon gewaltig. Wirklich gewaltig. Also, alter Schwede, ich meine, wir sind hier echt ein Pappdrachen, ne? Halb tot. So, jetzt laufe ich da durch und dann drehe ich mich um und wir kämpfen gegen den anderen Spinner. Bloodloss. Schade um die Seelen. Diese beiden Typen sind die stärksten Gegner ihrer Art, also dieser Karthus-Sandwüstenkämpfer. Und Bleeding hauen sie euch schneller voll, als ihr überhaupt nur gucken könnt. Selbst mit hoher Resistenz gegen Bleeding braucht man sich da... Wo sind meine Büchsen? Da. Braucht man sich da nicht zu wundern, wenn man ziemlich schnell unter Bloodloss leidet. Allerdings machen sie zu dem Bloodloss ja auch noch unglaublich großen Schaden. Und dann sehen wir auch schon den großen Unterschied. Locker ein Zentimeter HP mehr, wenn wir die Rüstung tragen. Wahnsinn, das ist diese schwabbelnde Gestalt, ne? Die greift noch an, obwohl sie durch den Angriff nach hinten strauchelt, setzt da schon mit dem nächsten Angriff an. Das ist irre. Also ich meine, erstmal... Okay, da war der Controller, hat wieder nicht reagiert und ihre Beine in den Abgrund gelaufen. Erstmal, wie stark die Gegner sind, ist einfach unglaublich. Hallo, was ist denn mit meinem... Ist der Akku leer? Das kann doch gar nicht sein. Erstmal, wie stark die sind, ist einfach irre. Und zweitens, wie sie von FromSoft programmiert worden sind. So komplett aggressiv zu sein und direkt dir ins Gesicht zu springen. Hier liegt nichts. Ist mir klar.
Die beiden sind hier das größte Hindernis eigentlich. Guten Morgen. Oh, super! Das habt ihr ja ganz toll hingekriegt. Auch noch beide. Fantastisch. Ich freue mich für euch. Kauft euch einen Keks. Dafür kriegt der hier die totale Spaltung. Und zu euch komme ich gleich. Ihr könnt da noch ein bisschen rumhühnern. Ja, das ist doch echt irre. Was ich hier auf den Sack kriege, so den Ambush, nehme ich hier mal nicht mit, sondern verhindere ihn einfach. Was sollte denn der Schlag jetzt? Boah, was die einstecken! Und dass die sich überhaupt nicht staggern lassen, das kotzt mich so an. Hidden Blessing. So, das lohnt sich jetzt vorzulesen. There's a grave in Lothric that sees no visitors. A dark place where ruthless warriors rest. The Queen of Lothric alone cared to wish the poor souls good fortune. Aha, es gibt also Gräber, wo keine Sonne scheint, ne? Und die Königin alleine hat sich um diese Seelen, die da... Natürlich schlage ich daneben. Warum auch nicht? Ich meine, ich habe das zwar schon tausendmal gemacht, aber na klar schlage ich daneben. Alles andere wäre ja auch quatschig. Und natürlich staggert er mich weg. Wundergut. Oh, was? Sowas droppt ihr hier? There's a grave in Lothric that sees no visitors. Das ist erstmal logisch, klar. Hier kommt keiner freiwillig runter, um irgendjemanden zu besuchen. A dark place where ruthless warriors rest. Ich denke mal, dark place bezieht sich nicht oder nicht nur ausschließlich auf diese komplette Finsternis, sondern einfach nur dark place als eben das. Es ist ein dunkler Ort, ne? Nicht absolute pechschwarze Gebiet. Das hätte FromSoft vermutlich anders formuliert dann. Da bin ich mir relativ sicher. Und dann steht da Rootless Warriors. Also ohne Wurzeln. Wurzellose Krieger. Ich denke, das ist einfach nur eine Anspielung darauf, dass die Ashen Ones etwas hätten Besonderes sein können, es aber nie geworden sind, weil sie die erste Flamme nicht entzündet haben und in der Regel eher nur die zweite oder vielleicht sogar die dritte Wahl sind, um sie aus den Gräbern zu holen. Wer auch immer sie aus den Gräbern holt übrigens, ne? Wir wissen nicht, wer die Glocke läutet oder aus welcher Kraft die Glocke geläutet wird. The Queen of Lothric alone cared to wish the poor souls good fortune. Ja. Dann holen wir uns jetzt ein bisschen Hilfe. Und zwar sehen wir, dass der Swordmaster bereits hier schon ein ziemlicher Hollow-Krüppel ist. Allerdings trägt er hier eine andere Waffe als im Firelink Shrine. Das sind kleine Nuancen, der Unterschied, aber es ist definitiv nicht die Uchigatana, die er in deiner Hand hält. Wartet mal, ich glaube, ich kann euch das sogar zeigen. Ich habe die nicht weggepackt, da bin ich mir eigentlich sicher. Bin ich schon dran vorbei, ne? Das ist sie nicht, das ist das Darkblade. Vielleicht habe ich sie ja doch weggepackt. Ja, es ist wahrscheinlich, dass ich sie weggetan habe. Noch ein letztes Mal, um euch nicht zu langweilen. Warte mal, das ist ja schon wieder total scheiße sortiert. Da darf ich mich nicht auf meine Augen verlassen. Wenn das so schlecht sortiert ist, dann finde ich gar nichts. Aber sie ist nicht dabei. Sie hätte hier irgendwo hier in diesem Bereich hätte sie liegen müssen. Ich
scanne Gegenstände nach Bereich, wo die ungefähr liegen müssten. Und klar, das Schwert und die Keule müssten alle irgendwo hier liegen, weil wir sie nicht benutzen können. Also haben wir da einen riesen Maulus auf diese Sachen. Schade, kann ich es euch nicht zeigen, 1:1. Auf jeden Fall hält er meine absolute Lieblingswaffe in diesem Spiel in der Hand. Die werden wir auch noch weiter vorne aufheben. Kommst du? Aha. So, dann halt mal still und lauf nicht gleich wieder weg. Wie so manche NPCs. Aufladen. Und. So, Keule, dann komm mal mit, solange du noch so schön leuchtest. Vielleicht überlebst du ja mal ein bisschen was. Und schaut mal, wer da sitzt. Es ist der Champion Gandyr. Er hat keine verpestete Abyss-Scheiße aus sich rausgucken. Ach, der Kick. Ich dachte, der Rückhandschlag. Das war ja überhaupt nicht magnetisch, Mann. Das war ja überhaupt nicht magnetisch. Ach, klar, er lässt sich nicht angreifen, wenn er seine Schode abzieht. Oh, ich wollte nicht heilen. Jetzt dreht er richtig durch. Ach, komm schon. Ja, einige seiner Angriffe sind hochgradig magnetisch, wenn sie euch auch nur, wenn sie sich auch nur in der ungefähren Nähe von euch befinden, werden sie euch treffen. Sonst würde der Boss nicht wirklich funktionieren. Na klar, Alter. Chill mal, Bro. Chill mal. Das erste, was euch allen aufgefallen sein müsste, ist, wie unglaublich stark der Champion eigentlich geworden ist. Oder beziehungsweise jetzt ist. Und das bezieht sich auch nicht nur auf den Champion, sondern auf alle Gegner hier. Guck mal, was der Master für ein dummes Arschloch ist. Kannst du mal bitte jetzt das Miracle annehmen, bevor ich komplett die Geduld und Fass... Was machst du? Okay, weißt du was? Fick dich ins Knie. Ich gehe da jetzt rein. Was für ein Arschloch. Nicht nur sind die Gegner hier viel stärker, sie sind auch irgendwie intelligenter, habe ich das Gefühl. Sie handeln anders. Vorhin hat mich einer... Super. Vorhin hat mich einer aus der Luft mit einem Wurfmesser gefischt. Da war ich auch ziemlich überrascht. Der wie jetzt? Kein Hieb? Kein Crit? Nein. Oh, Gott sei Dank, er ist noch rechtzeitig runter gelandet. Oh, super. Ohne dass der Charakter überhaupt aufstehen konnte. Fantastisch.